So, dann haben wir Neues von Ingrid und Klaus. Bitte schön. Ingrids Woche und Klaus. Hallo. Ja, einen schönen guten Tag. Na? Großer Feiertag heute, nicht? Großer Feiertag? Was für ein Feiertag? Jetzt eben haben Sie ja einen Koalitionsvertrag abgeschlossen. Ja. So, und da haben wir wieder 4 Jahre haben wir wieder unsere Mutti da oben. Nächste Woche wird sie vereidigt. Und das ist ein Feiertag für euch? Na, für mich nicht. Feiertag. Es bleibt doch alles beim Alten. Überleg mal, wieder 4 Jahre mit der zusammenarbeiten. Grausam, grausam, das ist ja... Die sind doch jetzt eine Einheit. Sie lieben sich doch alle so. Die hat doch die SPD breitgeschlagen. Die hat sie doch schon wieder praktisch da im Griff. Ist es nicht eher andersrum? Nein, gar nicht. Ich glaube nicht, dass es andersrum ist. Gar nicht, überhaupt nicht. Nee, nee. Die macht dann weiter. Dafür ist sie zu dominant, unsere alte Lady da oben. Ja. Unsere Plattfuß. Er sagt immer, das sind Plattfuß-Indianer. Nee, ist traurig. Weil sie so Plattfüße hat. Nein, und immer so. Ach, von dem Aussehen. Du sagst immer, sie sind Plattfuß-Indianer, ja, sagst du immer. Das ist ganz egal. Jetzt geht's los hier mit den Ministerposten. 6, 3, 6. Jetzt kämpfen sie um die Ministerposten. Und was ich ja... Was sind das für Kapazitäten? Jeder kann irgendwie einen Ministerposten begleiten. Na, jeder kann Ob das Finanzminister, ja. Außenminister, das sind doch Intelligente. Im Grunde genommen sind das alles Bekloppte, aber die können alles. Die können alles. Die haben doch nichts Konkretes gemacht. Nichts. Wollen wir denn noch ein zweites Thema machen? Bitte. Okay. Babo ist das Jugendwort des Jahres. Was sagt ihr dazu? Ach, hat man da nicht kein deutsches Wort? Muss da Babo sein, einmal? Auch wieder was türkisches soll das denn, Wort? Was soll das bedeuten, Babo? Boss oder Anführer? Ja, das ist auf Türkisch. Babo. Auf Türkisch ist das. Nee, wieso? Doch, denn? Das ist ein türkisches Wort. Woher ist das? Weißt du ja, das? Weil denn? Ich das weiß. Das sind türkisch. Nun red doch nicht, was du nicht weißt. Jetzt bitte, woher du musst weißt Zeitung du das? Lesen. Babo ist ein türkisches. Ich lese immer Zeitung. Was soll denn das? Jeden Tag lese ich Zeitung. Also, es ist eine Unverschämtheit. Du musst Zeitung lesen. Ja, aber du weißt das Wort muss nicht. Muss ich mir das bieten lassen? Aber du weißt das. Nächstes Thema: Bushido disst K1 in einem neuen 11-Minuten-Song. Ich höre Bushido gar nicht, der interessiert mich gar nicht. Der, der macht doch nur Rap, nicht? Ja. Die Einzige noch, die Andrea Berg, die das Volk noch ein bisschen so... Mhm. Ja. Und vor allem, sie ist apart. Ja. Sie ist hübsch, aber sie ist nicht so fraulich. So. Sie hat so ein bisschen derbes Gesicht. Hör mal, Gesicht, die zeigt so, sich doch immer halt nackend auf der Bühne. Also ja, hat sie doch nein, Kurven, das Gesicht, wie man sagt. Das Gesicht hat sie ein bisschen... Naja, keiner macht sich selbst. Sag mal. Ich habe auch ein Sackgesicht, aber was soll's. Ja, da hast du jetzt was Wahres. Ich bin kritisch. Da hat er sich jetzt mal richtig... Ich bin ja kein hübscher Kerl und so weiter. Ich finde Klaus hübsch. Danke dir. Ach, wenigstens einer. Das macht mich sprachlos. Na dann, bis nächste Woche. Danke. So, Senf. Oder ich mache was falsch hier. Ich muss mal hier oben auch... Sonst mach einfach mit der Hand. Voll Power stellen oder so. Ketchup, bisschen Salat. Ja. Ketchup ist auch okay, ja? Was meinst du, was da drin ist vom Tier? Im Ketchup? Zum Beispiel Tomate. Fleischtomate vielleicht. Ist egal, komm, ich mach's mit der Hand. Was muss ich machen mit der Hand? Ja, zermatsch die einfach. Achso, da komm ich aber nicht rein nachher in dieses. Ja, das ist gut. Alles gut.